Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 11. September 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disneyland Paris News. Ja, die D23 Expo, das Parks Panel, ist gerade vorbei. Und jetzt direkt im Nachhinein nehme ich für euch dieses Video auf, was auch direkt gleich dann online geht. Einmal zusammengefasst, also es gibt richtig krasse Neuigkeiten, nur nicht für Disneyland Paris. Also es gibt Neuigkeiten für Disneyland Paris, aber ich hätte mehr erwartet. Und das meiste davon wussten wir eigentlich schon, weil es Gerüchte war. Ja, es gibt eine mega krasse Neuigkeit, also mega krass will ich jetzt nicht sagen, aber gehen wir gleich nochmal drauf ein. Fangen wir auch mit den Disneyland Paris News an und dann am Ende berichte ich euch noch von ein paar anderen Neuigkeiten aus den anderen Parks, aber da werde ich nicht so ins Detail gehen, die werde ich nur so oberflächlich ankratzen, weil es ja hier um Disneyland Paris geht. Erstmal ist ja das ganze Thema der D23 Expo dieses Jahr 100 Years of Wonder. Nächstes Jahr feiert ja der, Disney seinen 100. Geburtstag und zwar genau am 16. Oktober 2023. Ich habe mir das Datum schon angestrichen und muss mal gucken, was das für ein Tag ist nächstes Jahr. Es wird bestimmt was ganz Großes geben im Disneyland Paris, aber was, keine Ahnung. Aber ich schalte mir den Tag mal frei. Es wird neues Merch geben, es wird neues Food geben für also Snacks etc., auf der ganzen Welt, in allen Disney-Parks, zu 100 Years of Wonder. Start ist im Januar. Und nächstes Jahr wird es auch sogar eine Ausstellung geben, die eine Tour nehmen, also eine Tour macht durch die Welt, also weltweit. Und auch nach München kommen wird. Und zwar ab 18. April 2023. Haben wir uns auch schon aufgeschrieben. Brina und ich wollen unbedingt nach München zu dieser, keine Ahnung, was ist, eine Expo, Ausstellung, was auch immer. Also wir sind wahrscheinlich dann an dem Wochenende nach dem 18. April da. Vielleicht seid ihr ja auch vor Ort. Gut, beginnen wir mit den Disneyland Paris News, die ja für mich etwas ernüchternd sind. Ich muss echt lachen. Also die anderen Parks bekommen alle richtig krasse News, richtig krasse Attraktionen. Wir, ja. Also fangen wir an mit dem 30. Geburtstag. Jetzt wird endlich gesagt, wie lange der 30. Geburtstag wirklich gehen wird. Und zwar bis Ende September 2023. Also bis zum 30. September 2023, das war auch meine Vermutung, bis zur Halloween-Season. So lange wird der 30. Geburtstag laufen, also mit Dream and Shine Brighter und Delight und. Also alles, was jetzt gerade läuft bis zum 30. September, wird dann ab 9. Januar wieder aufgenommen und geht dann nochmal bis 30. September 2023. Ja, wow. Richtig krasse Neuigkeit. Dann die nächste Neuigkeit, die ist wirklich neu. Es wird eine neue Show in die Walt Disney Studios kommen. Und zwar eine Pixar-Show. We Belong Together heißt diese Show und wird ungefähr im Sommer 2023 kommen. Es gibt noch kein genaues Datum, wird aber während der Festlichkeiten am 30. Geburtstag noch erscheinen. Und auf dem, ich zeige euch auch mal die Bilder, auf dem Artwork, was wir gesehen haben, ist ganz viel Monster AG drauf. Also ich vermute, es ist eine Monster AG Show es sollen irgendwie Freunde im Mittelpunkt stehen. Also so ungefähr das Thema der Show. Mehr Einzelheiten gab es dazu leider nicht. Dann wird es einen neuen Eingang fürs Toy Story Land geben. Die Bilder gibt es auch schon seit 2-3 Tagen, weil dieses Bild auch schon auf der Expo ausgestellt war. Es wird eine lebensgroße Jessie-Statue geben und ich glaube auch Woody habe ich gesehen. Also ähnlich wie in Walt Disney World, in den Hollywood Studios, wird es lebensgroße Figuren geben. Wir haben ja schon die Buzz-Figur. Auf dem Bild sieht es auf jeden Fall richtig cool aus. Macht den Toy Story-Bereich dann noch ein bisschen hübscher. Ja. Also, ja. Ist nett, ist wirklich sehr nett, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Kommen wir zum neuen Themenbereich und zwar Frozen. Da haben wir ja schon einige Concept Arts bekommen vorher. Ja, jetzt haben wir so ein paar mehr Details bekommen, aber nicht wirklich viele. Es wurden in diesem Panel, ich kann euch den Link auch mal nochmal in die Infobox packen, damit könnt ihr euch das anzünden, es wurden alle drei Frozen Lands auf der Welt gezeigt. Also es wird ja eins in Tokio geben, in Hongkong und in Disneyland Paris.
Und Disneyland Paris ist tatsächlich der kleinste Frozen-Bereich von allen dreien. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Hongkong war. Ich glaube, in einem der asiatischen Frozen Lands wird es auf jeden Fall eine Achterbahn geben und einen Dark Ride. Und wir kriegen halt nur ein Dark Ride. Und denke ich mir, warum baut ihr denn auch nicht die Achterbahn dahin? Oder was anderes Cooles? Eine Achterbahn können die Walt Disney Studios wirklich gebrauchen. Ja, wir haben den Iron Man Coaster, aber der ist nicht jetzt wirklich neu. Warum baut ihr nicht denselben Coaster, wenn ihr den auch schon mal da baut, ins Frozen Land rein? Verstehe ich nicht, aber gut. Das ist Disneyland Paris. Aber wir kriegen eine neue Attraktion. Es gab Gerüchte um die Rapunzel-Attraktion, habe ich auch schon mal erwähnt. Und ja, sie wurden bestätigt. Es wird eine neue Promenade geben, die von den Walt Disney, also vom Eingang von den Walt Disney Studios runter bis zur Arendelle gehen wird. Eine lange Straße, seht ihr auf dem Bild. Und es werden Gärten drumherum entstehen, thematisierte Gärten. Und einer von diesen Gärten wird ein Rapunzelgarten sein, also ein Rapunzel-Thema. Und dort wird auch die neue Attraktion dann stehen. Ja, Teetassen im Rapunzel-Style, in Booten, mit Laternen. Ja, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, es wird bestimmt super schön anzusehen. Es wird bestimmt sehr, sehr schön aussehen, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Wir kriegen halt eine lange Straße mit ein paar Gärten drumherum. Ja, es wird noch ein Restaurant geben, aber das ist ja alles jetzt nichts Neues. Das wurde ja alles schon mal bekannt gegeben mit dem Restaurant, dass man auf den Blick auf die Promenade, auf den See haben wird. Aber wann? Es gab kein Datum. Es gab keine weiteren Details zur Frozen-Attraktion. Ja, wie gesagt, etwas ernüchternd. Dann wurde jetzt gesagt, wann. Ah ne, ich gucke jetzt mal, ob ich gerade noch fürs Frozenland was vergessen habe. Und dann kommen wir auch noch zum dritten Themenbereich für die Walt Disney Studios, aber ich muss mal gerade nochmal nachlesen. Ja, also nochmal zum Restaurant. Wie gesagt, es wird ein Table Service Restaurant geben und man wird mit Disney Charakteren interagieren können. Also wahrscheinlich wird es ein Character Dining geben, so ähnlich wie Plaza Gardens oder jetzt fällt mir der Name nicht ein, Prinzessinnen, Auberge de Cendrillon. So, kurz auf dem Schlauch gestanden. Ansonsten, ja, steht hier drin, dass die Arbeiten im Frozen Land natürlich weitergehen. Ja, aber es ist halt nur Geschwafel so ein bisschen. Drumherum Gelaber. Ja, dann und dann kommen wir schon zum letzten Thema. Also das war es wirklich. Zum dritten Themenbereich, Star Wars oder was anderes, wurde nichts gesagt. Es wurde weder gesagt, ob Star Wars kommt oder nicht. Es wurde nicht gesagt, ob was Neues kommt. Es waren ja Gerüchte, ne, mit Lion King oder Avatar, ne, dass das Star Wars Land ersetzt. Nada, niente, nichts. Kein Wort. Ja, wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, sowas zu announcen bei so einer großen Expo, bei so einer großen Veranstaltung. Da müssen wir uns wohl weiter gedulden. Vielleicht wissen Sie selbst noch nicht, was Sie da machen wollen. Ja, kommen wir zu der letzten Neuigkeit eigentlich schon. Das war es nämlich zum Hotel, zum Disneyland Hotel. Ist ja gerade oder wird gerade renoviert und wir haben jetzt gehört, dass es 2024 erst eröffnen wird. Also wird noch ein bisschen dauern. Es gibt auch noch kein Datum, wann 2024, also Früh, Sommer, Herbst, Winter. Kein Datum und es wird eine Frozen Suite geben. Zeige ich euch jetzt gerne mal das Artwork. Werden wir uns wahrscheinlich nie leisten können, so eine Suite, aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Vielleicht gewinnt ihr dann aber im Lotto und dann könnt ihr euch die Frozen Suite gönnen. Sieht wirklich alles toll aus, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, die ganzen Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris. Es gab nichts zu Run Disney, ob es nächstes Jahr stattfindet. Es gab die Neuigkeit, dass Run Disney 2024 nach Anaheim zurückkommt. Über Disneyland Paris wurde nichts gesagt. Ja, und das waren auch schon die Disneyland Paris Neuigkeiten. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Deswegen, ja, wenn euch die anderen Parks nicht interessieren, dann schaltet jetzt ab. Oder, also ich gehe jetzt nochmal kurz die anderen Parks so oberflächlich durch, was ich mir aufgeschrieben habe. Fangen wir mit Disneyland Resort an, also Disneyland Anaheim. Es wird ein Meet and Greet mit Mando, also Mandalorian und Grogu geben. Und ich glaube, ich muss dann mal nach Anaheim. Ein Baby Yoda und Mandalorian Meet and Greet. Und jemand hat auch schon ihn gesehen in diesem Panel und er sah einfach unglaublich gut aus.
Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Ab Mitte November wird man die zwei dann da antreffen können. Also ich würde sagen, nächstes Jahr Disneyland Anaheim. Dann kann man ab nächste Woche wohl Hulk treffen, aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Juhu. Dann wird es eine dritte Attraktion geben im Avengers Campus. War ja auch mal was für unseren Campus, aber naja, da müssen wir uns weiter gedulden. Ja, eine dritte Attraktion wird es geben und zwar kämpft man dann gegen neue Bösewichte. Alle Avengers gegen die Bösewichte und es gibt auch einen neuen Bösewicht, Thanos. King Thanos. Sieht ein bisschen aus, als wäre er von WDW, also World of Warcraft. Nee, nicht WDW, World of Warcraft. WoW, so ist die Abkürzung. Also wäre er von WoW entsprungen. Hat so ein bisschen leichten Touch. Und dann wird's, das wird Brina natürlich freuen, Pacific Wharf, glaube ich, was ausgesprochen, existiert schon in Disneyland Anaheim, wird umthematisiert zu San Francisco, dem Themenbereich aus Big Hero 6, also der Stadt aus Big Hero 6. Und es wird ein Meet and Greet mit Baymax geben. Wann? Keine Ahnung, aber ist schon mal richtig cool. Brina, ne? Anaheim, wir kommen! Ja. Und was habe ich noch zu Disneyland Anaheim? Achso, und dann wird es da neue Shows nächstes Jahr geben zu 100 Years of Wonder. Ja, zwei neue Abendshows und so weiter, das haben sie noch erzählt. Und ja, 2024 kommt Run Disney zurück nach Anaheim. Wäre auch eine Idee, tatsächlich dann mal in Anaheim zu laufen. Fände ich auch richtig cool, aber mal gucken. 2024 ist noch weit weg. Dann Tianas Bayou Adventure. Wurde ja auch besprochen. Und zwar wird ja Splash Mountain umthematisiert in Tiana's Bayou Adventure. Kommt Ende 2024. Das heißt, Splash Mountain wird demnächst irgendwann schließen für die Umthematisierung. Und ich hoffe, dass wir es dann in zwei Wochen auf jeden Fall noch mitnehmen können aus WDW. Weil als ich da war im Januar, war es nämlich geschlossen. Ich will es auf jeden Fall unbedingt nochmal in der alten Version fahren. Ja, kommen wir noch schnell zu Walt Disney World. Happily Ever After kommt nächstes Jahr zurück. Gerade ist es ja Enchantment und die Fans waren total enttäuscht von Enchantment und wollen unbedingt Happily Ever After hören, also wiedersehen. Und die Fans wurden erhört und da kommt es zurück. Wir wollen Disney Dreams in Disneyland Paris, wir kriegen es nicht zurück. Warum, Leute? Warum kriegt ihr das nicht hin? Wir wollen Disney Dreams, die kriegen Happily Ever After zurück. Würde ich auch gerne mal sehen, aber 2023 habe ich jetzt nicht WDW geplant. Ich muss mal andere Parks besuchen. Dieses Jahr war ich ja schon zweimal dann da. Ja, es wird eine neue Show für Epcot geben. Harmonious wird Ende nächsten Jahres ersetzt durch eine neue Show, die für 100 Years of Wonder dastehen wird. Das ist neu für Epcot. Dann Journey of Water. Das ist dieser Moana-Wasserbereich in Epcot. Wird Ende 2023 eröffnet. Auch Ende 2023 wird man Figment treffen können, also dieser lila Drache aus dieser Imagineering-Attraktion, wo so viele Fans zu gibt. Das hat mich eh schon gewundert, aber er ist cool. Ich fand den richtig cool in der Attraktion. Und dazu wird es ein Meet & Greet geben. Dann kommt der Headbox Ghost ins Haunted Mansion zurück nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob als Meet & Greet, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und Tron. Die große, also Tron wird ja schon seit Ewigkeiten gebaut im Discoveryland ist es nicht. Tomorrowland im Magic Kingdom. Und jetzt haben wir endlich ein Datum. Und zwar Frühjahr 2023 eröffnet Tron. Werde ich nächstes Jahr auch nicht erleben können. Ich kann nicht nächstes Jahr nochmal nach WDW fliegen. Ich muss mal andere Parks besuchen. Aber es sind schon geile Sachen, die nächstes Jahr in WDW stattfinden. Naja, mal sehen. Und dann gab es noch so, da kamen dann noch die Imagineers am Ende und haben so gesagt, über ihre Ideen gesprochen. So aus der Blue Box, glaube ich, heißt es. Und die waren ja mal richtig geil. Also, das hat mich ja fast umgehauen. Es wird, Animal Kingdom soll erweitert werden. Das ist jetzt aber nicht alles fest. Das sind alles so eher so Ideen, Spekulationen. Also nicht Spekulationen, so Ideen und Artworks gibt es schon dazu. Und zwar im Animal Kingdom soll es ein Zootopia und einen Moana-Bereich geben. Also Animal Kingdom soll um einen Zootopia-Bereich und einen Moana-Bereich erweitert werden. Und Magic Kingdom hinter Big Thunder Mountain im Magic Kingdom, da ist ja dann nichts dahinter, soll ein Coco-Bereich entstehen, ein Coco-Bereich, ein Encanto-Bereich und ein Villains-Bereich.
Drei Stück hinter Big Thunder Mountain. Das haben sie jetzt alles schon am Artwork drin gehabt. Das sah unglaublich geil aus. Das wird natürlich wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Jahre dauern, wenn es überhaupt kommt. Aber da haben sie auf jeden Fall Ideen. Disney in Paris, ne, warum auch? Ja, kurz gab es ein Update für Disney in Shanghai. Zootopia, zum Zootopia-Land. Aber das habe ich irgendwie nicht das Datum mitbekommen. Und in Hongkong wird es eine neue Statue geben mit Walt und Mickey wegen 100 Years of Wonder. Und ja, Frozen macht dann in Hongkong Ende nächsten Jahres, dann der Frozen-Bereich macht da auf. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr dann auch Hongkong. Dann gucke ich mir da schon mal Frozen an und dann weiß ich ja, wie es ungefähr bei uns aussehen könnte. Wäre auch eine Idee für nächstes Jahr. Mal sehen. Und zum letzten Themenbereich, und zwar Disney Cruise. Da gab es auch ein Update. Und zwar wird es ein neues Schiff geben, das sechste Schiff. Es wird Disney Treasure heißen. Und das Thema wird Adventure sein. Es wird im Aladdin, also die Great Hall, wo man reinkommt ins Schiff, wird ein Aladdin-thematisiertes Thema haben. Mit Aladdin und Jasmin auf dem Teppich fliegend als Statue. Die Disney Wonder wird nach Australien und Neuseeland fahren ab Oktober 2024. Also richtig coole Destination, aber wahrscheinlich unbezahlbar. Und jetzt wird der South Pacific angeschippert, und zwar auch die Fidschi-Inseln. Das ist auch richtig geil. Also eine richtig geile Destination, aber wahrscheinlich auch unbezahlbar. Und dann haben sie noch was zur neuen Insel auf den Bahamas gesagt. Wir wissen ja, Castaway Key ist schon eine private Insel von Disney, wo nur die Disney Cruise Line Schiffe hin können. Es wird eine zweite geben, und zwar Lighthouse Point. Die wurde jetzt schon gekauft. Da gibt es jetzt schon Pläne und Artworks. Und es wird im Bahamas-Style, also man will natürlich den Bahamas treu bleiben und in diesem Stil auch bauen. Und da möchten sie ganz nah dranbleiben. Da haben wir auch die ersten Artworks schon gesehen. Sieht ganz cool aus, aber wann? Da hat man auch gerade gesehen, wo... also da haben sie so einen Zoom-Out aus der Insel rausgemacht und da ist im Prinzip noch gar nichts. Da ist nur Strand und Bäume. Also das wird auf jeden Fall noch Jahre dauern, bis Lighthouse Point eröffnet wird oder zugänglich sein wird. Ja, das waren die Neuigkeiten aus der D23 Expo Parks Panel. Wie gesagt, ein bisschen ernüchternd für Disneyland Paris. Ich werde das Video jetzt schneiden und hochladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!